Bei dem letzten Video haben wir die besten Fotosettings für die ZV-E10 angewandt. Bei diesem Video werde ich diese Settings mitnehmen, an die frische Luft gehen, mein Kameragurt anziehen und Fotos schießen. Das heißt, ihr kommt mit, ich habe mein Handy quasi als Kamera, wie ich dann quasi Fotos schieße. Ja, das bedeutet, die ZV-E10 oder meine Kameras ist in der Hand und hier an meiner Brust wird dann quasi mein Handy sein. Und nur noch mal eine kleine Info für euch, und zwar, ich bin kein Profi-Fotograf oder ich bin auch jetzt kein richtig guter Fotograf, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, dass ich einfach nur die Settings, die ich hier eingestellt habe, anwende und Fotos mache. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, gute Fotos zu machen in der Frankfurter Innenstadt bei einem sehr, sehr sonnigen Wetter. Also seid auf jeden Fall gespannt. Ich werde wahrscheinlich trotzdem Spaß haben und es ist für mich immerhin eine Übung. Also viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann. Servus, jetzt geht's rund, mein Lieben. Jetzt geht's rund. Also, erstmal hier direkt zu Beginn ein Foto. Da sieht man's ganz schön von einem Kiosk. Und ja, das war das Foto. Ein schönes weiteres Foto, hoffe ich doch, hier von dem Emblem Hauptwache. Das ist quasi die Innenstadt in Frankfurt. Und ich war da mit der Familie unterwegs. Ein sehr, sehr schönes, sonniges, warmes Wetter. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da rumzulaufen. Ja, da sind viele, viele Leute. Gibt einiges zu fotografieren, aber auch einiges natürlich nicht. Je nachdem natürlich. Und ja, verzeiht mir auf jeden Fall, ich habe das nicht so ganz gesehen. Ich hatte meine Handykamera auf Weitwinkel eingestellt, aber habe dann später dann gemerkt, dass quasi ja, die Kamera nicht immer zu sehen ist. Deshalb ja, sieht man nicht immer die Kamera, wie ich gerade ein Foto schieße. Da war eben gerade Boss, also in der Innenstadt da, wo ich war, sind quasi ganz, ganz viele verschiedene Läden, so von Louis Vuitton hin, Gucci, Chanel, Boss, ja, die ganzen berühmten Marken sind hier auf alle einem Fleck. So, auf jeden Fall, da sind wir halt rumspaziert und habe versucht, da halt ne, einige Fotos zu machen. Und ich nutze hier halt meine Kamera, die ZV-E10, mit meinem neuen Objektiv von Tamron 17 bis 70 mm APS-C Sensor. Ein sehr, 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 sehr geiles Objektiv. Damit macht es wirklich Unmengen Spaß zu fotografieren. Und ja, da habe ich halt die Foto-Settings angepasst, die ich dann bei meinem YouTube-Video euch vorgestellt hatte. Und habe dementsprechend immer eigentlich nur mein Aperture verändert, je nachdem, was ich wollte. Und habe dann manchmal auch natürlich mein Shutter Speed auch verändert. Je nachdem, was ich gerade fotografiert habe, eine kurze Einstellung. Ja, das ist je nachdem, wenn man jetzt einfach Shoot and Go machen möchte, dann würde ich das immer auf 500 lassen. Ansonsten, wenn ich jetzt so wie hier einfach stehe, dann kann man es natürlich auch senken. So, genug gequatscht. Jetzt ein bisschen kommentieren. Und zwar habe ich wirklich versucht, irgendwas zu finden, wo ich gut fotografieren kann. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Fotograf. Und da sehen wir von Elon Musk, Tesla. Irgendwas fotografieren. Hauptsache, man sieht, okay, hey, das funktioniert. Die Settings sind gut. Man muss nicht so viel rumfriemeln, rumarbeiten. Ah, Porsche haben wir auch da am Start. Natürlich direkt in der Sparkassenautomaten. So ist es, meine lieben Freunde. Nochmal hier ein bisschen nah, 70 mm. Also wirklich 70, also 17 bis 70 mm. Die Range finde ich wirklich mega geil. Also das ist so eine Mid-Range, sagt man. Und es deckt wirklich alles, alles Mögliche ab. Und hier, da sind ein paar Autos, die vorbeifahren. Und gleich, nachdem ich diesen Shot jetzt hier machen werde, werde ich dann später im Anschluss auf die Straße gehen und ja, ein Foto machen von der Straße. Das fand ich eigentlich ganz okay. Und man muss beachten, finde ich, dass ich genau hier jetzt ganz schnell beim Laufen einfach instant ein Foto gemacht habe, ohne jetzt die Kamera gerade zu halten. Also ich habe es irgendwie gerade versucht, ganz schnell. Zack, man sieht schon, die Kamera ein bisschen schief ist. Ein Foto gemacht. Ja, ist ein bisschen schief, aber sieht ganz nice aus für die Geschwindigkeit, finde ich. Ne? Also ist gar nicht so schlecht. Ihr könnt gerne in den Kommentaren euch austoben, ja, und mir auch gerne vielleicht Tipps geben, wie man vielleicht ein bisschen besser Fotos macht oder wie ich zum Beispiel, ja, ich sag mal jetzt, das besser erlernen kann, wie man Fotos macht. Aber soweit ich weiß, es ist so wie Mathe, so einfach üben, 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 üben. So ist es, so ist es. Deswegen, ja,
Ja, da kam der Hesse gerade aus mir raus. Auf jeden Fall, deswegen jetzt nochmal Hochdeutsch. Deswegen, ja, einfach weiter üben und üben und üben. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe noch einen ND-Filter drauf. Das sieht man auch da manchmal hier auf dem Video. Damit ich dementsprechend natürlich nicht überbelichte, ja. Das gleiche Foto quasi aus der Distanz hier nochmal auf 70 mm. Ich finde doch ein paar Fotos sind ganz, ganz okay geworden, ja. Manche können sich ansehen lassen. Ich glaube halt, je nachdem, entweder bin ich jetzt unfähig gewesen, um gute Motive hier zu finden, oder das war halt hier wirklich nicht so genial, ja. Je nachdem, man braucht ja immer so ein Ziel bei Fotos, deswegen. Also, wie gesagt, ihr könnt gerne in den Kommentaren euch austoben. Oh, hier ein fetter Mercedes. Glaube ich, war das, keine Ahnung. Und eure Meinung gerne kundtun, aber seht mir bitte dem nach, dass ich da auf jeden Fall Anfänger bin. Ja, und dann waren wir hier an der alten Oper noch. Das ist quasi jetzt der Beginn oder das Ende der Stadt, wie man es halt sieht. Da ist die alte Oper. Da sind halt Auftreten. Ja, beste Deutsch. Morgen zum 5 Uhr nehme ich gerade hier auf. By the way, für euch als Information, ja. Theater, ha? Theater. Theaterhaus, so rum. Und Frankfurt, eine schöne Stadt. Wenn ihr kommt, geht zur Innenstadt. Gibt viele Leckereien hier. Kann man schön essen gehen. Bei Steak oder anderes. Ja, wir müssen nicht nur über die Technik reden. Wir können auch mal über andere Themen reden. Ne? Übrigens, andere Themen reden. Bisschen Werbung für mich. Ich mache auch, also ich habe noch einen anderen YouTube-Kanal außer den hier. Also mein Hauptkanal eigentlich, das ist mein Technik-Kanal. Da dreht sich alles rund um Ernährung. Beziehungsweise nicht um Ernährung eigentlich speziell, sondern eigentlich um die Gesundheit. Darum dreht sich eigentlich bei mir auf meinem Hauptkanal alles. Also das heißt Gesundheit, Lifestyle, Low-Carb-Produkte, Low-Carb an sich, Ernährung, Kochvideos auch, ja. Ein gesunder und Lifestyle mit einem gesunden Mindset, auch das heißt auch Mindset-Videos. Genug Werbung gemacht. Könnt ihr gerne abchecken, wenn ihr an so etwas interessiert seid, wie zum Beispiel, wie kann man auf natürlichem Wege Bluthochdruck senken und, ja, Haarausfall oder sowas. Alles auf natürlicher Basis ist da erklärt. Ist in meiner, also ist in jeder Videobeschreibung, ist eigentlich immer verlinkt. So, ja, wie gesagt, einige Fotos könnt ihr ansehen lassen. Da seht ihr immer links unten die Daten, beziehungsweise wie ich fotografiert habe. Ist immer links unten eingeblendet, aber habt ihr schon längst gesehen wahrscheinlich. Ich habe ja hier gerade gebabbelt. Irgendein Mist die ganze Zeit, anstatt das Video zu kommentieren. Aber ist so. Ist so. Ist halt so geworden. Ja, und jetzt neigen wir uns langsam dem Ende zu. Und das Foto war auch eigentlich ganz okay. Ja, kann man besser machen. Aber da gingen mir irgendwie die Ideen aus. Die Kinder haben angefangen, ungeduldig zu werden. Hunger hat sich aufgeblüht. Ja, kennt man ja wahrscheinlich. Und ich hatte kein Wasser dabei. Mein Gott, hatte ich Durst. Ey, hatte ich Durst. Hatte ich aber echt Durst. Ja, jetzt kommen die letzten Shots, meine lieben Freunde. Und dann gehen wir auf jeden Fall gleich zurück ins Studio und machen das Outro fertig und ein kleiner Kommentar von mir. So, das war das letzte Video. Also, vielen Dank fürs Zuschauen hier bis hierhin. Und dann würde ich mal sagen, ab ins Studio, Sero. Also, Sero aus der Zukunft. Kommen. Ja, Freunde, ihr habt es gesehen. Das waren quasi jetzt die Fotos. Einige Fotos sind eigentlich ganz okay geworden, andere hingegen, die ihr gesehen habt, ja, also war nicht so toll, sage ich euch auch ganz ehrlich jetzt zu euch. Ja, man muss natürlich immer ein Ziel haben mit einem Foto, es muss einen Grund geben, es sollten Motive da drin zu sehen sein, aber ich wollte einfach nur mal dort versuchen, irgendwelche oder was heißt irgendwelche, immerhin quasi, ja, einigermaßen gute Fotos hinzukriegen, ja, seht mir den bitte nach, es gibt natürlich eine Million mal bessere Fotografen als ich. Es ging eigentlich viel mehr um die Settings. Also, dann war es das zum Video und ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei den nächsten Videos. Bis dann!